Und hier ist der letzte Teil vom krassesten Edeka in Berlin. Selbstverständlich hat dieses Edeka auch eine riesen Kühl- und Tiefkühlabteilung. Und ich glaube, auch hier gibt es wieder nichts, was es nicht gibt. Ob es Pizza ist, Pudding, Aufschnitt, ihr werdet auf jeden Fall fündig. Der Bereich hat mich wirklich extrem an amerikanische Supermärkte erinnert. Und was ich total cool fand, ich liebe ja Dumplings und die hatten von Bibigo meine Lieblingsmandus. Normalerweise muss ich dafür immer in den Asiamarkt, aber den Gang kann man sich jetzt auch sparen. Und nein, wir sind immer noch nicht am Ende. Und weil das so lange gedauert hat, musste ich dann auch mal auf die Toilette. Und selbst die sehen unfassbar gut aus. Ich dachte, ich bin in einem 4-Sterne-Hotel. Und das Wichtigste, sie sind auch wirklich sauber. Wie in fast allen Edekas gibt es auch hier eine Non-Food-Area. Und jetzt kommt wirklich eins der krassesten Sachen. Das habe ich auch noch nie in einem Supermarkt gesehen. Ein Bereich, wo ihr euch eure eigenen Tüten mit Süßigkeiten abfüllen könnt. Hier einmal Schokolade. Und dann gibt es eine Wand von der Firma Stork, wo ihr euch Kaubonbons und Süßigkeiten abfüllen könnt. Wie krass ist das bitte? Jetzt abonniert noch schnell meinen Kanal für mehr Food-Content.